Leute, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zu meiner Tram. Das ist einfach so ein Relaxo neben mir. Richtig, den kann man sich schon mal gönnen. Irgendwie freut man sich immer noch über den. So. Oh. In 4 Minuten. Ah, okay. Wir haben Zeit. Ich treffe mich jetzt mit Birgit. Wir sind Glücksfreunde geworden. Ich kriege ein Lucky Scaraborn. Und sie kriegt von mir ein Palkia. Mein letztes Palkia. Ja. Und dann schauen wir mal, was sonst so geht. Aber coole Sache. Relaxo, wild. Diesen Stop hier. Ich weiß nicht, ob es dieser Stop ist. Es ist nicht dieser Stop. Hier irgendwo ist die Labras Crest. Boah, das ist echt schön. Dachte ich mir, ja, schnapp ich sie mir mal. Erfolgreich mit Birgit getauscht. Scaraborn leider nicht ganz so gut, aber hey, erstmal lucky auf jeden Fall. Und sie hat mir ausgerichtet, ich soll jetzt jemanden grüßen, und zwar Senfgurke und die Jungs und Mädels aus Poing. Grüße gehen raus an euch. So, es ist dieser Stop hier. Nein, ist auch nicht dieser Stop. Bin ich hier überhaupt richtig? Irgendwas mit Piuskirche. Oh mein Gott, wo bin ich? Ist das nicht die Piuskirche hier? Der Stop heißt Spielplatz im Piuspark. Quest gefunden. Gewinne 5 Arena-Kämpfe. Mal schauen. Ich meine, von denen können wir viele machen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte, ja doch, so ungefähr 100 Haspigor-Quests ich gemacht habe. Kein einziges. Gesamt von allen meinen Quests habe ich 2 Shinies bisher bekommen. Abgesehen von Questing natürlich. Das ist Aerodactyl und ein Macholo. Das habe ich erst letztens gefangen. So, mach mal schnell hier einen Giratina Raid. Latios ist weg, kein Shiny bekommen. Jetzt wird Giratina geradet. Mein bester ist 96, Attack 14. Das kann man noch steigern. Weiß nicht, eine Woche ungefähr ist er noch da. Schauen wir mal, was so raid-technisch geht. Ich habe Angst, dass hier umfällt, aber sollte gehen. So. Gestern nicht mal ein Raid gemacht, also. Ich hätte heute 2 freie Raid-Pässe bekommen. Aber warte, ich habe gar keinen Raid-Pass-Mangel mehr. Ich habe noch am letzten Tag noch eine Box gekauft. Ging sich gerade noch so aus. Auf jeden Fall gibt es ein neues Update, ein neues Feature. Man kann jetzt Raid-Pässe löschen. Nicht, dass ich das brauchen würde, aber falls wer zu viel hat, nicht so viel raidet, sondern immer nur wegen den Brutmaschinen kauft, der kann jetzt Platz schaffen und noch mehr Brutmaschinen kaufen. Sogar ein bisschen laut gesagt. Die Leute haben mich angeschaut. Aber so. Ich habe vergessen, was 100 ist. 21,36, kann das sein? Kann sein, aber er ist nicht mehr annähernd 21,36. Weiter geht's. Noch ein Raid. 100er ist übrigens 21,6 oder sowas. Nicht 36. Das war, glaube ich, der andere. Bugat hat sich ja gerade einen 98er gegönnt. Schlechte Position, aber was soll ich machen? Der Typ trifft euch jetzt so und reißt euch runter. Wie ihr das überlebt habt. So, IV-Check. Hat lang genug gedauert. Und? Jetzt kommt Fahrräder. Schnell, 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 schnell. Und 75, leider nein. Sichler, Leute. Wir checken mal das Nest ab. Es soll ja angeblich sehr erhöht sein, die Shiny-Chance. Ich
kann mit einer anfangen, aber oh mein Gott, und die Quest durchbrochen. Aber Mungard hat erzählt, er hat von vielen Leuten gehört, die haben gestern einen Shiny Sichlor gefangen. Problem ist, gestern ist auch das Event zu Ende gegangen. Und könnte sein, dass die Shiny Chance wieder verringert wurde. Wir werden es herausfinden. Aber andere Shiny Chance ist erstmal hier. Und oh mein Gott! Nicht dein Ernst? Ja! War geil! Oh mein Gott! Es ist passiert! Das war die Quest an der Piuskirche heute. Oh mein Gott! Was ist da los? Ich habe eigentlich nie Shiny Glück. Erste Quest! Ich bin jetzt einer dieser Hobbyspieler. Eine Quest und Shiny. Alter! Das ist geil, das ist echt geil. So, Heinrich geht noch. Schauen wir mal, ob das Glück anhält. Das ist schon eine krasse Ironie des Schicksals, weil ich hatte echt überhaupt nicht dran geglaubt. Hatte die jetzt auch nicht gejagt. Hätte zufällig die eine genommen, weil ich mich mit Birgit getroffen habe und da noch Zeit über hatte. So kann es laufen. Knapp werden. Ich glaube, mein Graban ist nicht geheilt. Ah ja, doch, geht schon. Also knapp im Sinne von neues Team. Davon rede ich natürlich. Mal ausweichen oder auch nicht. Aber es reicht trotzdem. So. Glück aufgebraucht. Nein, ist nicht shiny, aber eine Kollegin hat schon drei und eine andere Kollegin hat schon einen, also der ist relativ häufig. Problem ist, dieses Nest ist schlecht, es kommen nicht so viele Sichlor. Wenn mehr kommen würden, dann würde es echt abgehen. Aber mit diesem Nest, schwierig. Schwierig, schwierig. Sichlor spawnen genau um 42 nach. Genau an diesem Stop. Das ist kein Sichlor. Letzter Versuch, das letzte Sichlor für heute, zumindest hier in diesem Nest. Jetzt sieht man ja hier und da noch irgendwo welche. Und jetzt will ich kommen. Gelber, okay. Vielleicht setze ich mich da rein. Oh ja, da setze ich mich rein. Shiny check! Shiny check! Nein, schade. Das war doch nicht der letzte. Es sind noch zwei aufgetaucht. Beziehungsweise drei. Einen habe ich schon angeklickt. Nee, schade, leider nicht. Einen Versuch haben wir noch. Nächstes Sichtler. Oh, schade. So schnell geht's. So schnell kann die Hoffnung starten. Mein Shirt hat einen Fleck. Naja, auf jeden Fall. Das war's vom Sichtler-Nest. Und ein unverdientes Shiny Lapras. Alter, das war so unverdient. Ich habe davor noch gesagt, ja, die Quest lohnt sich eh nicht, weil es ist so unwahrscheinlich. Und bam, die erste Quest, die ich mache. Shiny Lapras. Zu krass, Mann. Kurz was zum Sichlor-Nest. Die Wahrscheinlichkeit ist so krass. Das ist eigentlich garantiert. Die Chance müsst ihr nutzen. Wir haben jetzt ein richtig schwaches Nest. Stellt euch mal vor, das wäre Westpark, Ostpark, Olympiapark, was weiß ich. Alter, wie es da abgehen würde. Das ist so ein schlechtes Nest. Und trotzdem hat eigentlich jeder, der dort war gestern, einen Shiny Sichlor bekommen. Außer mir. Ich habe mein Shiny Glück schon aufgebraucht für das Lapras. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, keine Ahnung wieso, aber Shiny Sichlor ist eigentlich garantiert, das solltet ihr echt nutzen. Falls ihr irgendwo in eurer Stadt ein Sichlor-Nest habt, checkt das ab, es wird sich lohnen. Ich schaue auf jeden Fall auch nochmal vorbei, weil das ist echt fast garantiert, dass man da eins bekommt. Das war's von mir, Leute, und meinem Shiny Lapras. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny Lapras habt. Ich habe schon ein paar gesehen, also so überselten ist auch nicht. Aber schreibt das unten in die Kommentare, ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab,
vergessen, Pokémon ist hier das Business.